Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, liebe Confratres, liebe Pater Provinzial, ehrwürdige Schwestern, liebe Brüder und Schwestern, lieber Jubilar, ich glaube das erste Mal, wo du diesen Titel bekommst, lieber Pater Anton. Im Evangelium haben wir einmal mehr die Worte vernommen, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für seine Schafe. Wenn wir heute dieses Priesterjubiläum, 25 Jahre von Pater Anton feiern, stehen diese Worte im Zentrum. Es ist ein großes Geheimnis. Wir können es nie wirklich ganz begreifen, aber diese Gegenwart des guten Hirten ist grundlegend, um zu verstehen, was die Kirche ist. Es ist auch grundlegend für das Verständnis des Priestertums der Kirche. Ich will dazu zunächst ein paar Gedanken sagen, auch wenn ich weiß, dass ich Wasser in die Donau schütte, da alles ganz bekannt ist. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir uns das bewusst zu machen, auch um ein solches Priesterjubiläum gut zu feiern. Das katholische Priestertum steht im Dienste dieses guten Hirten. Zugleich steht es im Dienst der Kirche und aller Gläubigen. Der Priester hat die Aufgabe, Werkzeug dieses guten Hirten zu sein, damit er gegenwärtig und wirksam wird. Der Priester hat eine große Verantwortung. Durch die Handauflegung des Bischofs hat er die Vollmacht für empfangen und den damit verbundenen Auftrag, das Wort Gottes so zu verkünden, wie die Kirche es verkünden soll. Wichtig auch auf diese Worte zu achten. Er soll Christus, dem guten Hirten, seine Stimme verleihen. Paulus drückt es, wir hörten es in der Lesung, mit einer gewissen Feierlichkeit aus. Ich diene der Kirche durch das Amt, das Gott mir übertragen hat, damit ich euch das Wort Gottes in der Fülle verkündige, jenes Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war. Jetzt wurde es seinen Heiligen offenbar. Gott wollte ihnen zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis unter den Völkern ist. Christus ist unter euch. Er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, ist das Kernwort. Ihn verkündigen wir, sagt der heilige Paulus. Aufgrund der Handauflegung des Bischofs und der empfangenen Salbung mit Chrisam hat der Priester noch eine weitere Aufgabe, die wirklich grundlegend ebenfalls ist. Er ist Werkzeug für die Vergegenwärtigung Christi und der Erlösung. Der Erlösung, die er durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung bewirkt hat. Dazu kommt noch, dass er nach seiner Himmelfahrt uns, der Sohn, der mit seiner Menschheit heimgekehrt ist zum Vater, gemeinsam mit dem Vater den Heiligen Geist gesandt hat. Und das, durch das Wirken des Heiligen Geistes bleibt er, Christus, der gute Hirt, in der Kirche gegenwärtig bis ans Ende der Zeiten. Auch wenn man manchmal sich schwer tut, das zu sehen und wahrzunehmen. Aufgrund der Schwächen der Menschen, auch jener, die die Kirche tragen. Der Priester hat die große Aufgabe, in bestimmten Augenblicken an die Stelle Christi zu treten, bestimmte Worte zu sprechen und Handlungen zu setzen, aber dafür braucht es Glaube, den Glauben des
auch wenn es nicht davon abhängt. Es ist Christus selbst, der gegenwärtig wird und wir, besonders deutlich wird das bei der Eucharistiefeier, im Augenblick der Wandlung. Er sagt, das ist mein Leib, steht an der Stelle Jesu Christi, trotz der eigenen Schwachheit. Und es wird auch besonders deutlich im Bußsakrament, er sagt, ich spreche dich los, es ist Christus, der los spricht. Der Priester borgt gewissermaßen Christus seine Stimme und seine Hände. Aber es ist Christus selbst, der spricht und handelt. Und so wird es möglich, dass bei der Eucharistiefeier die Gaben der Kirche, Brot und Wein und alles, was man dazu legt, da sind wir alle eingeladen. Unser Beten, unsere Mühen, unsere Arbeit, unser Leben, unsere Sorgen, unsere Anliegen, auch die der anderen hinzuzulegen zu diesen Gaben der Kirche. Und sie werden verwandelt in Leib und Blut des Herrn, seine Menschheit und seine Gottheit. Und wenn wir dieses Wort empfangen, alle brauchen wir es, auch der Priester und der Bischof, alle brauchen wir es, dass man uns sagt, ich spreche dich los. Dann kommt es zur echten Befreiung und Entlastung, weil es Christus ist, der uns zum Vater führt und der Vater vergibt uns ganz und für immer. Und er verzeiht uns. Das scheint einfach wichtig zu sein, um bewusst zu sein, worum es geht. Und wenn wir heute anlässlich dieses silbernen Priesterjubiläums von Patrantum hier zusammengekommen sind in Maria Schutz, dann danken wir zusammen mit ihm von Herzen, dass Jesus Christus ihn berufen hat. Gut erinnere ich mich, er wird sich auch gut erinnern, wie Pater Anton begleitet von einem Priester, den ich eigentlich nicht kannte, kennenlernte, zu mir in der Feldkirche gekommen ist, mit der Frage, ob es denkbar wäre, dass er in der Diözese Feldkirch zum Priester geweiht würde. Da hatte schon eine längere Vorgeschichte mit Berufstätigkeit und Auslandsaufenthalten. Ich will nicht in die Einzelheiten gehen. Auf jeden Fall hatte schon Betriebswirtschaft studiert und eine Beratertätigkeit für Unternehmensberatung wahrgenommen. Und wer kam, so wenig mich nicht irre, hat er bereits in Augsburg mit dem Philosophie- und Theologiestudium begonnen. Meine Antwort war prinzipiell positiv. Ich hatte einen guten Eindruck, so könnte man sagen. Sehr guten Eindruck. Es hat dann etwas länger gedauert bis zum nächsten Kontakt. Er war mit dem Aufbau von Radio Horeb beschäftigt, natürlich eine wichtige Sache. Das war ein Riesenanliegen seiner Mutter. Aber ich war dann schon froh, als er sich 1995, also einige Jahre später, entschied, sich ganz dem Theologiestudium zu widmen und die Aufnahme in einem internationalen Priesterseminar und der Universität Santa Croce in Rom möglich wurde. Und als es dann soweit war, dass er die Priesterweihe empfangen konnte, er hat es angedeutet, da in Bludenz war es, wurde er Priester aus ganzem Herzen. Das war mein Eindruck, das war der Eindruck aller, die es erlebt haben. Schon in seinem ersten Kaplansposten entstanden Anbetung und monatliche Einkehr, das hat mich sehr gefreut. Bald hatte er eine größere Schar von Leuten, die er geistlich begleitete. Auch das hat mich sehr gefreut. Er war sogar Kaplänevertreter im Priesterrat. Damals in Belgien war nicht so einfach. Und er engagierte sich in der Arbeitsgruppe Berufungspastoral, was mich auch freute.
Und er absolvierte sogar die Pfarrbefähigungsprüfung, soviel ich weiß. Dann nach 2 Jahren wollte er dann doch nochmals nach Rom für ein Doktoratstudium. Wobei offenbar, das hat er auch damals sehr deutlich gesagt, eigentlich von Anfang an, ob Diözesanpriester wirklich sein Weg war oder ob er eher einem Orden beitreten sollte. Die Jahre in Rom sollten auch diesbezüglich der Klärung dienen. Ich habe zugestimmt. Und gegen Ende dieser zweiten Zeit in Rom bat ich ihn, eigentlich bedrängte ich ihn, ehrlich gesagt, ich war damals schon unterwegs nach St. Pölten, doch noch 2 Jahre in einer Pfarre von Feldkirch zu dienen. Und er hat es getan, es war keine einfache Pfarre. Und es hat ihm, glaube ich, so manches abverlangt. Ich will keine Details erzählen. Könnte man es auch Lustiges berichten. Sein in Rom gereifter Entschluss, Passionist zu werden, blieb aufrecht, was in der Folge ohne Zweifel eine weitere Prägung und Stärkung seiner Berufung bewirkt hat. Er hat dann auf Versuchen von Abt Maximilian vom Stift Heiligenkreuz die Leitung des Internationalen Priesterseminars Leopoldinum übernommen. Das hat mich eigentlich auch gefreut. Und in den folgenden 5 Jahren viele Priesteramtskandidaten begleitet. Auch das hat mich gefreut. Es war eine segensreiche Tätigkeit, für die, so das weiß ich, Abt Maximilian sehr dankbar waren und nicht nur er. Und dann übersiedelte er nach Maria Schutz ganz plötzlich, was in Stift Heiligenkreuz sehr bedauert wurde. Hier wurde es zum Segen. Und im vergangenen Jahr ist er zum Bedauern nicht weniger, auch von mir, nach Deutschland abgewandert. Und einige, wahrscheinlich gar nicht so wenige, hoffen, dass er früher oder später in der einen oder anderen Form wieder zurückkehrt. Gott hat in Pater Anton, als die Zeit dafür reif war, eine tiefe Sehnsucht geweckt, so würde ich es formulieren. Ich weiß nicht, ob ich glaube schon, dass es so ist. Sie ist zum Segen für ihn und für viele geworden. Gott hat ihm die Gabe verliehen, mit liebevoller Überzeugungskraft die Menschen anzusprechen. Und zugleich hat ihm der liebe Gott, so scheint mir, doch auch ein bisschen eine Kämpfernatur gegeben. Nach dem Wort des heiligen Paulus, dafür kämpfe ich unter vielen Mühen, denn seine Kraft wirkt mit großer Kraft in mir. Und so bleibt mir nur eines, Gottes Segen zu wünschen, dir, lieber Pater Anton, deiner Familie, deinem Orden, auch Maria Schutz und Kirche in Not. Verbunden mit der Bitte an Gott um eine bleibende Fruchtbarkeit für deine Arbeit und für dein priesterliches Leben. Möge dich die Fürsprache der Mutter Gottes und des heiligen Paul vom Kreuz auf allen deinen Wegen und Unternehmungen begleiten und erreichen, dass ihr Sohn, der gute Hirt, der seine Gnade schenkt und du in allen Situationen die Erfahrung machst, der Herr ist bei mir. Amen.